Unser nächstes Ziel ist eine ehemalige deutsche Kolonie. Reporter Kai macht sich auf die Reise. Bis Anfang des letzten Jahrhunderts war Namibia eine deutsche Kolonie, hieß Deutsch-Südwestafrika. Das ist schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wie deutsch ist Namibia heute noch und wie leben die Menschen damit? Das finde ich jetzt raus, setze mich in den Flieger und fliege nach Windhoek. Kai reist. Von München geht es 11.000 Kilometer in Richtung Namibia. Die Hauptstadt Windhoek ist die erste Station unserer Reise durch die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika. So, was für ein Flug, 14 Stunden, das war ziemlich lang, aber jetzt bin ich endlich in Namibia. Und was macht man immer, wenn man ankommt in einem neuen Land, sich um die wichtigsten Sachen zu kümmern, nämlich Geld tauschen und eine Telefonkarte besorgen. Eigentlich sieht es hier aus wie auf fast jedem internationalen Flughafen. Doch plötzlich entdeckt Kai die ersten Zeichen, die auf die deutsche Vergangenheit hinweisen. Obwohl die Kolonialzeit schon 100 Jahre her ist. Gibt es hier noch viel Deutsches in Namibia? Ja, wir haben eine Menge davon. Ja? Wo ist denn hier die Autovermietung? This one? Ah, okay. Thank you. Ich habe mir nämlich im Internet in Deutschland ein Auto bestellt und jetzt suche ich Cliff, der mir dieses Auto geben soll. Are you Cliff? Oh yes, I am Cliff. I'm Kai. Hi. Hey. Nice meeting you. Nice meeting you. Einen Geländewagen bekommt man hier ab 80 Euro und man sollte sich unbedingt zeigen lassen, wo Werkzeug und Ersatzreifen versteckt sind. Denn Namibia-Straßen sind nur bis zu 10% geteert. Ups, das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Weil du hier auf der anderen Straßenseite fährst, brauchst du eine kleine Fahrstunde. Schon lange her, dass ich in der Fahrschule war, aber das verstehe ich natürlich, weil er hat vollkommen recht, wenn ich jetzt mal in der Stadt bin, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Okay, let's go. Ja, okay, let's go. Gut, das mit der Rechtslenkung klappt. Eine andere Sache macht ihm mehr Sorgen. Cliff, was mache ich denn, wenn Tiere auf der Straße sind? Wenn sie da stehen, einfach anhalten. Stehen bleiben und warten, bis das Tier verschwindet. Und wenn es einfach stehen bleibt, dann kannst du hupen, damit sie sich bewegen. Aber du solltest sie nicht umfahren. Tiere nicht umfahren und einfach auf der anderen Straßenseite bleiben. Na, das kann ja spannend werden. Ich glaube ihm nicht, aber okay, thank you very much. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Los geht's. Kai ist gespannt, was ihn auf seiner Reise durch dieses beeindruckende afrikanische Land erwartet. Namibia ist dreimal so groß wie Deutschland. In der Hauptstadt Windhoek findet er die ersten Spuren der deutschen Kolonialzeit, die bis 1915 dauerte. Auch heute leben noch rund 10.000 Deutschstämmige in Namibia, teilweise in der vierten oder fünften Generation. Aber wie geht die junge Generation der deutschen Namibianer mit der Vergangenheit um? Um das herauszufinden, verabredet sich Kai mit einem Star der lokalen Musikszene. Was wirklich erstaunlich ist, einer der bekanntesten Künstler hier in Namibia ist ein Deutsch-Namibianer, der macht richtig geilen Rap und der heißt Ease. Und so hört sich das an. Also das geht richtig ab und ich habe mich mit Ease verabredet. Er hat gesagt, ich soll vor der Kaiserkrone warten. Das ist er bestimmt. Kai! Das muss Ease sein. Das ist richtig. Ja. Hey, cool. Ich komme rein. Ja. Willkommen im Shaggin' Wagon. Im Shaggin' Wagon. Das ist ein cooles Auto. Dankeschön. War das jetzt die Begrüßung oder was? Nicht ganz. Ich muss dir eigentlich zeigen, in Namibia begrüßt man sich einmal so. Ja. Dann geht man wieder auf den zurück und wieder den. Okay. Das ist so der offizielle Gruß. Da gibt es aber so viele verschiedene. Ja, müssen wir alles erklären. Was machen wir denn? Ich zeige dir ein bisschen Windhoek und danach, denke ich, machen wir so richtiges namibianisches Brei. Wir machen einen Brei. Richtig. Wir essen was? Brei. Wir essen also nicht das Grießbrei, sondern ein Grill, ein Barbecue. Bei uns heißt das Brei. Ein Brei. Okay. Fleisch, Fleisch, Fleisch. So, los geht's. Good. Ease heißt eigentlich Erik und ist hier aufgewachsen. Seinen himmelblauen Bulli-Oldtimer erkennt jeder in Namibia. Straßen gibt es immer noch, die Casino-Straße. Es gibt schon noch viele deutsche Straßen. Es gab es viel, viel mehr. Die haben die jetzt über die letzten paar Jahre
seit Namibia unabhängig ist, immer jedes Jahr ändern die ganzen Straßennamen. Aber da sind noch viele, viele deutsche Straßen auf jeden Fall. Wir fahren jetzt gerade in der alten Kaiserstraße und jetzt heißt sie die neue Independence Avenue. Also heißt das, von den deutschen Sachen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte da waren, verschwinden immer mehr? Ja, doch, immer mehr. Was ist das hier? Sieht aus wie eine gute deutsche Kirche. Ja. Das ist die alte Christuskirche. Die wurde 1907 gebaut. Und dann das moderne Gebäude da? Das ist das neue Museum. Das neue namibianische Independence Museum. Von den Nordkoreanern wurde es gebaut. Von den Nordkoreanern? Ja. Weshalb denn das? Die verstehen sich irgendwie sehr gut. Is möchte Kai einen lokalen Markt zeigen. Schließlich brauchen sie Fleisch fürs Grillen. Karatura ist das Ghetto von Windhoek. Und da kann man sehen, wie dolle wir Namibianer Fleisch lieben. Das wollte ich dir einfach mal zeigen, weil das ist schon wichtig für uns. Kai liebt Fleisch und lokale Märkte überall auf der Welt. Aber wie sieht namibianische Fleischeslust aus? Gott, das sieht ja schon schräg aus. Kai ahnt, das wird eine Herausforderung für seine Geschmacksnerven. Kaum betritt Is den Markt, wird er auch schon erkannt. Fangespräch im NEM Flavor Style. Es riecht nach Blut und gegrilltem Fleisch. Noch ist Kai skeptisch. Kai, komm mal her. Das kannst du dir nehmen, dann kannst du dir das eintunken in Wasser, in Salz. Was ist die noch? Die Spice, was ist die? Jetzt, mal die Soße, was ist die? War lecker. Barbecue. Okay. Ja, war lecker. Okay. Ja. So, aber es schmeckt total gut. Sehr frisch, frisches Fleisch. Kai, komm, ich zeig dir hier. Obwohl die Skepsis verflogen ist, zieht es die beiden nach dem Besuch auf dem Fleischmarkt weiter. Es geht an die Vorbereitungen für das namibische Grillfest am Abend. Is schlägt vor, die Zutaten in einem Supermarkt zu kaufen. Wir grillen direkt im Busch. Auf NEM Flavor Style, auf namibianische Art. NEM Flavor Style. NEM Flavor Style, sag ich immer, ja. Okay, dann schieß mal los, dann gehe ich einkaufen. Ja, also. Burewurst, Sosatis, Brei Spices, Gemsbok. Was auch immer das ist, Kai soll es besorgen. So. Viel Spaß. So. Ja, und dann? Well, man kann es so machen. So. Respekt. Faust. Respekt. Na, yes. Wunderbar. Bis später. Super. Bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Ist doch irre. Ein deutscher Supermarkt. Jetzt einkaufen. Na gut. Wird halt so eine kleine Klitsche sein. Hier mitten in Afrika. Von wegen. Ein mega Supermarkt mit wirklich allen Produkten, die es auch in Deutschland gibt. Volksmusik-CDs, deutsche Zeitungen, fehlt nur noch eins. Hallo. Somebody speaks German? Ja, kann ich helfen. Hallo, ich bin Kai. Hallo. Ich bin zu einem Brei eingeladen, oder? Ja. Und ich soll einkaufen. Ehrlicherweise gibt es ein paar Sachen, ich weiß nicht mehr, was es ist, aber Sie wissen vielleicht. Ich werde Ihnen auf jeden Fall helfen. Burewurst? Das ist Burewurst, das ist unsere traditionelle Wurst, also wie eine Bratwurst, die wird vom Wild hergestellt und kann man schön auf dem Rost machen. Ja, dann? Das ist wie in Thüringen, die Thüringer Bratwurst, so gibt es sie hier halt bei uns, die Burewurst. Sosatis sind in Namibia Schaschliks. Lambchops, Lammkoteletts und Gemsbok ist Antilopenfleisch. Was ist das da hinten, das aussieht wie Äste? Also das ist unsere luftgetrocknete Wurst. Also die wird luftgetrocknet. Ja. Und das ist das Biltong. Das nennen wir bei uns Biltong. Die Einheimischen haben das halt so früher immer gemacht. Luftgetrocknet, hält sich ewig. Und so für den Busch gehen oder was, kann man immer daran knabbern. Hört sich an wie Beton. Und steinhart sind diese namibischen Trockenwürste wirklich. Die kriegt man nur mit einem guten Bier runter. Eine Sache habe ich noch vergessen, das muss ich noch besorgen, nämlich Bier. Und ich habe im Internet nachgeguckt, es gibt in Namibia natürlich eine deutsche Brauerei. Da fahre ich jetzt noch schnell vorbei. Seit über 100 Jahren wird hier nach dem deutschen Reinheitsgebot Bier gebraut. Wir sind gespannt, wie ein afrikanischer Braumeister aussieht.
Christian. Herzlich sein. Hallo. Hallo, danke schön. Das ist natürlich genauso, wie man sich das vorstellt. Eben, ein bisschen was ist hängen geblieben. So ein bisschen Tradition muss sein, oder? Genau so ist es. Christian Müller ist in Namibia geboren, hat aber in Deutschland das Bierbrauen gelernt. Aber sag mal, wo kriegt ihr denn hier in Namibia Hopfen her und Malz? Hopfen kommt aus der Hallertau, ausschließlich aus der Hallertau. Aus Deutschland? Aus Deutschland, genau. Malz auch überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Dänemark und aus Frankreich. In Deutschland wäre Windhoek Lager die viertgrößte Brauerei. Spricht für den Bierdurst im Süden Afrikas. Aber schmeckt das Bier wie in Deutschland? Zumindest die Brauer wissen deutsche Traditionen zu schätzen. Ja, ich meine, ich muss ja nur als Brei-Bier-Experte muss ich ja sehen, was ich auch mitnehme dann gleich. Genau. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Also ich würde es kaufen. Siehst du? Für das namibische Grillfest lässt sich Kai ein paar Flaschen abfüllen. Mein Bier. Da ist es. Das Brei ist gerettet, oder? Das Brei ist gerettet. Christian, hat mich sehr gefreut. Zeig mir das mal. So. 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 Du kannst aber auch weitermachen. Mach so, so, dann auf den Ellenbogen und dann auf die Schulter hauen. Auf die Schulter. Großartig. Hey, ich danke dir. War mir eine große Freude und das Brei ist gerettet. Ciao. Zum Treffpunkt mit Ys braucht Kai eine Stunde Fahrt über staubige Pisten. Kein Navi der Welt kann ihm hier helfen. Aber dann endlich in einem ausgetrockneten Flussbett. Sag mal, Alter, sag mal, das ist ja am Arsch der Welt, sag mal. Ja, das ist genau hier, wo wir heute sein müssen. Ja? Ja. Ich habe schon Feuer ready, wir können gleich loslegen. Ich habe alles dabei, Bier und Essen. Hast du alles hingekriegt? Alles hingekriegt. Perfekt, my man. So, so, so und wieder so. Und so. Okay, dann let's go. Zum ersten Mal hat Kai die coole Namibia-Handshake-Begrüßung hinbekommen. Er hat Essen und Bier besorgt und ist absolut cool als Namibia-Ranger angezogen. Das wird bestimmt Eindruck machen. Yay, Bier, hallo. Fleisch. Hast du alles ich gekriegt? Ich habe alles gekriegt. Alles. Kai, ich will dir vorstellen, das ist ein guter Freund von mir, der Leander. Hi, ja, hallo. Ich bin Kai. Cool. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, aber Jungs, ich sehe gerade, du bist aber von oben bis unten auf Safari. Ja, aber ich dachte, ihr habt alles. Ich bin für mich so ein bisschen underdressed. Ja, underdressed. Ja. Nee, also bei uns brauchen wir nicht Safari, so von oben bis unten. Wir kommen einfach kurze Hose, ganz, ganz locker. Ehrlich? Ja. Brei bzw. Grillen ist in Namibia sehr entspannt. Man wartet, bis das Holz zur Kohle wird und erst dann legt man das Fleisch auf den Grill und zwar nur Fleisch. Das sieht Gwei befockt aus. Das sieht Gwei befockt aus. Ja. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit, ja. Hey, da komme ich jetzt noch. Hey. Köstlich. Ja? Kompliment, ihr versteht, zu grillen. Nach diesem köstlichen Grillfest macht sich Kai am nächsten Morgen auf in den Norden Namibias. Beim Brei hat er Leander Borg kennengelernt, der ihn zu einer Wüstentour eingeladen hat. Dass Kai zum vereinbarten Treffpunkt rund 4 Stunden auf Schotterstraßen fahren muss, hat er ihm allerdings nicht gesagt. Wo hast du mich denn hinbestellt, so sag mal? So trifft man sich wieder. Sag mal, das ist ja in the middle of nowhere. Ja. Wir fahren von hier aus jetzt noch vielleicht eine Stunde, ein bisschen weiter südlich. Und dann fahren wir dann ein bisschen in die Dünen, wenn das dir nichts ausmacht. Hast du ja das richtige Auto dabei? Ja. In die Wüste darf man in Namibia nur mit einem Jeep und einem Guide wie Leander fahren. Solche Touren alleine und auf eigene Faust zu machen, ist keine gute Idee, wie Kai bald merken wird. Und von hier aus, siehst du, da geht es jetzt ein bisschen die Dünen hoch. Das heißt, der Sand wird weicher. Wir müssen jetzt die Luft aus den Reifen ablassen, ja, damit wir vorwärts kommen. Ja, jetzt ist erstmal schöne Landschaft. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, bis wir ein bisschen in die größeren Dünen reinkommen. Leander gibt Kai über Funk den Rat, in seinen Reifenspuren zu fahren. Das hört sich einfach an und funktioniert, bis Kai plötzlich übermütig wird, die Spur verlässt und prompt die Bodenhaftung verliert. Er steckt fest. Ich habe ein kleines Problem. Ich sitze auf
Kannst nicht vor, kannst nicht zurück, nichts. Ich habe alles probiert. Vor und zurück. Ich glaube, ich grabe mich nur ein, wenn ich jetzt weitermache. Ja, ist richtig. Ich komm, einen Moment. Da hast du dich ja professionell festgefahren. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte einfach nur darüber fahren, aber da kommt man natürlich alleine jetzt nicht mehr raus, oder? Schwierig, ja. Ich habe einen Tau dabei, dann ziehen wir dich halt runter. Wir müssen dich ja nur rüber und dann fährst du weiter. Aber das ist der Grund, weshalb man niemals alleine in die Wüste fahren sollte. Genau, auf jeden Fall. Weil das kann natürlich passieren. Und also wenn du jetzt nicht da wärst, dann könnte ich versuchen, jemanden anzurufen, aber das wär's dann auch. Ja, wenn du Empfang hast, wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist noch mal gut gegangen. Aber Kai hat gelernt, die Wüste nicht zu unterschätzen. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir geben ja nicht auf, Leander. Nee. Tschüss. Bis gleich. Es geht immer weiter. Hunderte Kilometer bis zum Atlantik könnten die beiden einfach geradeaus weiterfahren. Doch als die Sonne langsam untergeht, wird es Zeit für ein namibisches Nachtlager. Das Zelt kommt Kai noch bekannt vor. Aber was ist das? Deine Bedroll, deine Bettrolle. Die rollst du jetzt, legst du einfach nur da rein. Okay. So. Und dann bist du so rum, oder? Und dann sippst du die eine Seite auf, da ist ein Kissen, Decke, alles drin. Das ist alle all in one sozusagen. All in one. Ein Wüstenschlafsack. Genau. Sonnenuntergang. Schlagartig wird es kalt in der Wüste. Kai ist platt von diesem heißen Tag, der langen Autofahrt und den Eindrücken, die die Natur hier bietet. Das ist ein komisches Gefühl, so allein hier draußen in der Wüste zu liegen in Namibia. Aber sehr, sehr ruhig. Das ist sehr schön. Man schläft eigentlich, wenn es nicht so kalt wäre, richtig gut. Und es gibt hier einen fantastischen Sternenhimmel. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Der nächste Morgen. Und nicht nur Kai wird von der Sonne geweckt, sondern auch die vielen Tiere der Wüste. Nach dem Frühstück verabschiedet sich Kai von Leander und macht sich wieder auf den Weg mit dem Auto durch Namibia. Wieder hunderte Kilometer menschenleere Natur. Einen Tipp hat Leander ihm noch gegeben. Nutze jede Gelegenheit zu tanken und Vorräte zu kaufen. Also rechts raus und die nächste Überraschung. Ganz voll, ne? Ja. Okay. Super. Wunderbar. Super. Wunderbar. Wunderbar. Gutes Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Ja? Woher? Von der Schule Windhoek. In der Schule in Windhoek, Deutsch gelernt? Ja, das gelernt, ja. Und jetzt hier draußen, das ist so weit weg von Windhoek. Und soll ich dir, ja, ja? Soll ich dir, ist gut, ja. Ja, es ist gut, es ist vor allem die einzige Tankstelle, oder? Ja. Ich gehe mir schnell was zu trinken kaufen, okay? Ja. Ja, bis gleich. Cool hier, hä? Solitär, ganz alter Laden. Hi. Und der einzige im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Also bunkert Kai neben Benzin auch noch Wasser und ein paar Snacks. Über den südlichen Wendekreis geht seine Fahrt durch Namibia weiter. Er ist immer noch auf der Suche nach deutschen Überbleibseln der Kolonialzeit. Und da braucht man zwischendurch mal ein bisschen Ablenkung. Kein Verkehr, tolle Landschaft. Und dann überlegt man sich, ein bisschen Radio zu hören. Sucht in den Sendern rum. Und was bekommt man? Einen deutschen Sender. Und was für einen? Helene Fischer ist also auch in Namibia ein Hit. Passend zum Lied, der ziemlich deutsche Landhandel, den das Ehepaar Gebauer in Namibia betreibt. Wie ist das hier so, wenn man weit außerhalb der großen Städte ist? Gibt es hier eine deutsche Gemeinschaft? Wir sind fast nur Deutsche hier. Ja, oh, wirklich? Also in der Wilmstaler Okasise-Gemeinschaft kann man sagen 90% Deutsch. Und da gerade Kaffeezeit ist und es hervorragend duftet, macht Kai erstmal Pause. Was will man mehr mitten in Namibia? Deutschen Streuselkuchen und einen deutschen Kaffee. Es ist halt doch noch viel Deutsches hier. Kais Reise durch das riesige Namibia geht weiter. Und so schön dieses Land auch ist, eine Sache fehlt bisher.
Ich bin jetzt mittlerweile fast 800 Kilometer durch Namibia gefahren und so wirklich viele große afrikanische Tiere habe ich noch nicht gesehen. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Tiere in Namibia sieht man am besten im Naturpark Etosha Pfan im Norden oder auf einer der vielen privaten Tierfarmen des Landes. Diese Game Drives sind eingezäunte Gebiete von mehreren hundert Quadratkilometern. Auf Okonchima kümmert man sich besonders um die Erhaltung von Raubkatzen, insbesondere Geparden. Kai trifft den deutschstämmigen Tierarzt Dr. Ulf Tubessing, der Spezialist für Wildtiere ist. Wir gehen hin, betäuben die Tiere. Wir müssen die jetzt erstmal finden und dann werden die betäubt, kriegen Sendehalsband drauf und werden dann wieder aufgeweckt. Und also ich bin sozusagen dann heute Assistent eines Tierarztes. Sieht so aus, ja. Dr. Wild. Ganz geheuer ist Kai die ganze Sache nicht. Aber die Gelegenheit, Dr. Wild bei der Arbeit zu begleiten, ist einfach zu verlockend. Der Mann hat schließlich 30 Jahre Erfahrung mit wilden Geparden. Und dann traut Kai seinen Augen kaum. Liegen drei Geparde im Gras. Zwei von ihnen haben noch kein Halsband, mit dem man sie orten kann. Ulf hat eine Taktik, um an sie heranzukommen. Man macht das immer so, dass in so einer Gruppe hast du immer ein Tier, das dominant ist und quasi aggressiv ist. Und das musst du einmal zuletzt machen. Wenn du das dominante Tier zuerst da hattest und das rennt weg, dann rennen alle weg. Darten, also mit Pfeilen betäuben. Trifft Ulf die Raubkatzen nicht richtig, flüchten sie in den Busch. Deshalb arbeitet er ruhig und genau. Ein Gepard nach dem anderen geht zu Boden. Doch gefährlich sind diese Tiere immer noch. Die schlimmsten Verletzungen, die habe ich von Geparden. Das ist aber auch die Katze oder das Raubtier, was ich am wenigsten respektiere. Nicht jetzt respektiere im schlechten Sinne, aber vor denen habe ich keine Angst. Ja. Ich habe. Aber was machen die? Ich meine, was haben die gemacht? Haben die dich gekratzt oder? Gekratzt, gebissen. Kai hat einen Heidenrespekt, auch wenn das 30-Kilo-Kätzchen gerade schläft. Du bringst ihn auf die Matte, dann kann Maria schon mal anfangen zu behandeln. Ich bringe ihn auf die Matte. Ich meine, die hat alles. Sei ehrlich. Ich habe gerade einen Gepard im Arm. Das ist unfassbar. Und das Team um Dr. Ulf lässt Kai bei der Untersuchung der Tiere helfen. Einmal betäubt, bekommen sie nicht nur ihr Halsband, sondern werden auch gewogen und mit Zeckenmittel behandelt. Alles, um die Geparden hier in diesem speziellen Programm zu schützen. Ich wollte immer schon mal einem Geparden ein Thermometer in den Hintern schieben. 38,2,3. So, meine Süße, jetzt kannst du auch wieder zurück in den Busch. Zum Aufwachen kommen die Geparden in eine Kiste, damit sie vor anderen Wildtieren geschützt sind. Okay, die schlafen jetzt? Wo die ausgewildert werden wieder, sind eben Leoparden und all solche. Da müssen die fit sein. Da müssen sie fit sein, rauskommen. Müssen sie schnell rennen können. Ja. Fazit der Reise, es ist noch viel Deutsches hier zu finden, aber dieses Land hat eine afrikanische Seele und das macht es reizvoll.